Im Studio brauche ich Nailer, die schnell geht, die gut aussieht und die vor allem einfach nachzumachen ist. Heute zeige ich euch diese. Wer noch mehr Designs sehen möchte, findet diese samt Produktauflistung bei mir auf Instagram. Viel Spaß beim Nachmachen! Für das Design jetzt verwende ich wieder Gellack, starte mit dem Full Cover in zwei Schichten, versiegle mit einem Versiegler mit Inhibitionsschicht. Wenn man oben drüber etwas kleben möchte, wie in meinem Fall, hält das meistens etwas besser. Die Inhibitionsschicht wird nach dem Aushärten abgewischt. Das Muscheldesign kommt on top, also über der Versiegelung. Ich verwende dazu ein Gel, das extra dafür gemacht ist, über der Versiegelung aufgetragen zu werden, und das härtet auch ohne Inhibitionsschicht aus. Mit einem Striper oder Fineliner-Pinsel ziehe ich von unten nach oben Linien, so dass sie unten dicker sind und oben dünn auslaufen. Ich bin selber, was Linienmalen angeht, nicht ganz so fit, das hat aber beim 6., 7. Versuch in etwa ganz gut geklappt. Dort, wo Linien zusammentreffen, klebe ich noch ein paar Steinchen und Perlen mit Nagelkleber an und fertig ist das Design. Gefällt's euch? Ich freue mich über Feedback, tschüss und bis zum nächsten Mal.